Mein Chef sagt, wenn du in Rente gehst, dann ist dein Arbeitsverhältnis hier beendet. Stimmt das? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. So allgemein gesprochen stimmt das natürlich nicht. Ein Arbeitsverhältnis endet generell nicht wegen Rentenbezugs. Wenn in einem Arbeitsvertrag nichts geschrieben steht, es keine Klausel gibt zu dem Thema, was passiert, wenn ich in eine Altersrente gehe, dann gilt der Grundsatz, das Arbeitsverhältnis läuft ganz normal weiter. Und das gilt auch für den Fall, wenn der Versicherte zum Beispiel seine Regelaltersrente beantragt. Wenn nichts im Arbeitsvertrag, nichts im Tarifvertrag geregelt ist, gibt es keine Beendigung. Das heißt also, wenn der Chef auf einmal sagt, du hörst jetzt hier auf, dann ist das eine rechtswidrige Beendigung des Arbeitsverhältnisses und dann hat der Versicherte Anspruch auf Lohn. Der muss einfach nur sagen, du Chef, ich komme morgen wieder arbeiten, ob es dir gefällt oder nicht. Und wenn dann der Chef zu dem sagt, ich will dich aber hier nicht mehr sehen, dann hat der Arbeitnehmer ihm ein unmittelbares Arbeitsangebot gemacht und hat gesagt, ich will ja weiterarbeiten. Aber ich vermute, das sind eher die Ausnahmen, denn in den meisten Arbeitsverträgen gibt es Regelungen zum Thema, wann endet das Arbeitsverhältnis bei Eintritt in eine Altersrente. Und hier spreche ich von der sogenannten vorgezogenen Altersrente. Wenn also in einem Arbeitsvertrag eine Klausel steht, ja, also im Kleingedruckten, wenn die Altersrente beginnt, ist das Arbeitsverhältnis automatisch beendet. Diese Klausel ist generell unwirksam. Das hat auch schon das Bundesarbeitsgericht gesagt, denn Beendigungsklauseln in Arbeitsverhältnissen in Bezug auf die Altersrente beziehen sich grundsätzlich immer auf die Regelaltersgrenze, und zwar auf die individuelle Regelaltersgrenze. Das heißt also, man wird so eine Klausel dann so auslegen, dass das Arbeitsverhältnis erst dann beendet ist, wenn der Versicherte seine individuelle Regelaltersgrenze erreicht hat. Aber es gibt natürlich auch wiederum hiervon Ausnahmen, wenn zum Beispiel in Tarifverträgen Klauseln drin stehen, die es tatsächlich möglich machen, dass man bei einer vorgezogenen Altersrente, also wenn man die in Anspruch nimmt, dass dann das Arbeitsverhältnis beendet ist. Aber das dürfte eher die Ausnahme sein. Die meisten Tarifverträge, die ich jetzt persönlich kenne, die enthalten praktisch eine Klausel, die sich auf das Erreichen der Regelaltersgrenze bezieht. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Dann enden natürlich die Arbeitsverhältnisse automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Auch ein Fall einer automatischen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist gegeben, wenn in einem Arbeitsvertrag zum Beispiel geregelt ist, dass bei Bezug einer dauerhaften Erwerbsminderungsrente das Arbeitsverhältnis dann beendet ist. Ist auch klar, wenn jemand dauerhaft erwerbsgemindert ist, kann der natürlich seine Arbeitskraft dort im Unternehmen nicht mehr persönlich einbringen. Das ist bei einer dauerhaften EM-Rente einfach so. Bei einer befristeten Erwerbsminderungsrente ruht das Arbeitsverhältnis, bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente ruht es zum Teil. Da kann ja noch weiter ein bisschen arbeiten gehen. Also, die landläufige Meinung vieler Unternehmer, wenn der Arbeitnehmer kommt und eine Rente, eine vorgezogene Altersrente beantragt, zum Beispiel mit 63 oder mit 64, ist das Arbeitsverhältnis eben nicht automatisch beendet. Es bedarf einer Kündigung. Das ist das Entscheidende. Deshalb unser Tipp, wenn Sie also in Rente gehen wollen, gucken Sie bitte in Ihren Arbeitsvertrag rein, schauen Sie nach, was für Fristen haben Sie, Kündigungsfristen, und dann zum Beginn der Rente hier entsprechend das Arbeitsverhältnis kündigen. Auch andersrum, das ist nämlich eine große Gefahr für den Arbeitnehmer, kann es sein, dass der Arbeitgeber sagt, stopp, wieso willst du jetzt aufhören mit arbeiten bei einer vorgezogenen Altersrente? Du musst kündigen. Und dann verlangt er natürlich von dem Arbeitnehmer, dass der dann weiter auf Arbeit kommt. Natürlich, oder oftmals ist es dann auch so, dass man sich dann hier einigt und einen Auflösungsvertrag macht. Aber in Zeiten der Knappheit der Arbeitskräfte ist das ein Riesenproblem. Also bitte aufpassen, liebe Versicherte, guckt euch eure Arbeitsverträge an, guckt in die Tarifverträge rein. Und dann findet ihr auch die Antworten. Und wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn Sie sich nicht sicher sind, nutzen Sie unser Kontaktformular auf www.rentenbescheid24.de und stellen Sie Ihre Fragen zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.